Hallo liebe Bastler und willkommen auf meinem Kanal Einfach Stempeln. Heute möchte ich mit euch eine Ziehkarte basteln, in der der kleine Pinguin hier in die Luft geht. Innen ist sie so, eine richtige Karte also zum Beschreiben hier und außen zum Ziehen. Dazu brauchen wir eine Grundkarte, diesmal nehme ich Abendblau in 21 x 14,5, dann zweimal Grundweiß in 14 x 10 cm, dann brauchen wir ein Designerpapier in 13,5 x 9,5 und noch einen Streifen, damit man das hier so ein bisschen verkleiden kann, diesen Ziehstreifen. Und noch einen Streifen in Abendblau zum Ziehen in 13 x 2 cm. Und dann noch Reststücke für den Pinguin und die Wolken und den Spruch. Und zwar habe ich hier das Designerpapier genommen, Wellen des Ozeans. Da hatte ich dieses hier genommen. Das sind solche Sachen hier drin. Und jetzt nehme ich aber mal hier diese neue Horizonte. Das ist die hier, die ich schon hier habe. Das sind hier zum Beispiel solche Landschaftssachen drin, also die im weitesten Sinne könnte man das als Landschaften interpretieren. Da kann man bestimmt einiges mitmachen. Auf der Rückseite sehen sie so aus. So. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Dann fangen wir mal gleich an. Als erstes kleben wir das Designerpapier auf dem weißen Aufleger auf. So. Und dann kommt hier die Rille rein, die könnt ihr mit dem Cutter ausschneiden oder wenn ihr so eins habt, dann könnt ihr das natürlich damit machen. Das ist aus dem gleichen Set wie meine letzte Karte. Da habe ich ja diese Kullerkarte mit dem Kullerfisch gemacht, mit diesem Teil hier, und das ist eben aus dem gleichen Teil. Und da ich nicht möchte, dass das bis ganz unten hingeht, das ist ja viel zu lang hier. Das würde hier so rausgucken oder es würde zu hoch gehen für meinen Geschmack. Ich möchte das ja ungefähr so gehen lassen. Werde ich dann die Platte, die ich oben auflege, nur bis ungefähr dahin, wo ich es hinhaben will. So werde ich das Sandwich auflegen. Und durchkurbeln, also diese Platte nicht bis unten hinlegen, dann wird dieser Teil nicht ausgestanzt. Die Rinne ist ausgestanzt und jetzt hängt es aber hier unten ja noch fest. Und dann nehme ich einfach mein Metalllineal und einen Cutter. Markiere mir das ein bisschen, weil ich, wenn ich das Lineal hinlege, sehe ich nicht mehr genau, wo es ist. So. Und schneide jetzt einfach von hier nach hier rüber. Schneide das hier unten ab. Hängt noch ein bisschen. So, und die Punkte kann man dann degradieren. Das war's auch schon. Da haben wir jetzt eine schöne Laufrinne.
Als nächstes mache ich hier oben ein Eingriffloch rein. Wo man dann nachher hier das auch dann entsprechend ziehen kann. Das ist die Halbinstanze. Nehmt einfach, was ihr habt, oder schneidet es mit der Schere aus. Jetzt kommt dieser Streifen mit 13 x 2 cm. Der kommt dann nachher hier so hin. Ist hier hinten dran. Schaut oben. Kommt ja dann die Karte, das kommt auf die Karte drauf und dann schaut es hier oben raus. Hier schneiden wir dann nachher auch noch nur auf die Vorderseite auch noch so einen Halbkreis rein. Aber jetzt mal passen wir das erstmal an. So soll das kommen. Den kleinen Pinguin habe ich auch inzwischen ausgestanzt und angemalt, und dann gucke ich mal, wie der hier hin soll, so in etwa. Das kann hier auch noch ein bisschen höher, das muss nicht bis so weit runter gehen, das kann noch ein bisschen kürzer sogar sein. Das schneiden wir dann gleich noch ab, und hier ungefähr soll der Pinguin hin. Da mache ich mir einfach hier so eine kleine Markierung, damit ich weiß, wo ich den hinhaben möchte. Und hier, das schneide ich auch noch ab. Dann das ist noch mal nicht ganz ein halber Zentimeter. Also dann könnt ihr auch gleich statt 13 cm 12,5 nehmen. Und hier kommt dann der Pinguin drauf. Den Designerpapierstreifen klebe ich jetzt hier in der Mitte auf die Grundkarte. Das soll dann nachher, wenn man das hochzieht, eben hier dann hinten sichtbar sein. So. Da brauchen wir nur so einen Streifen, so ungefähr 2 cm, nur dass das rechts und links nicht rausguckt. Die Mitte. Mal gucken, wenn das nachher so drauf kommt. In der Höhe ungefähr, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen runterziehen. So. So passt's. Dann sieht man das eben nachher so. Das kommt jetzt hier hinten dran. Ich mache mal eben hier noch ein Loch rein. So, ich habe jetzt hier ein Loch reingestanzt und hier zwei Mini-Dimensionals drauf geklebt, und zwar zwei übereinander, weil das Ganze wird ja nachher noch mit Schaumstoffklebestreifen festgeklebt, und damit der Pinguin auch auf jeden Fall Platz genug hat, habe ich eben zwei Klebepads übereinander geklebt, damit der auch ja nicht streift. Und den klebe ich jetzt hier einfach mal fest. So. Das wäre dann schon so, würde das schon funktionieren. Jetzt kommen hier überall dann die Schaumstoffklebestreifen hin, damit wir da genug Abstand haben. Und das mache ich dann wieder ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil das ist ja langweilig zum Zuschauen, oder ihr springt einfach zur nächsten Stelle.
An dieser Stelle müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nicht zu dicht an den Streifen hier rankommt, dass der eben noch genug Spiel hat, um hoch und runter gezogen zu werden und dass er da nicht festklebt. So, dazwischen mache ich auch noch so ein paar Streifen, damit das nicht einhält. Einfach als Schutz gegens Eindrücken. Jetzt habe ich noch vergessen, das hier zu markieren, wo wir noch den Halbkreis noch ausstanzen hier. Da mache ich mir jetzt einfach hier mit dem Bleistift noch eine Markierung. So. Es klebt natürlich jetzt alles natürlich besser, wenn man das vorher macht. Nur nachher, wenn das alles zusammengeklebt ist, dann kann ich das nicht mehr machen. Deswegen muss man das jetzt machen, und zwar nur auf die Vorderseite. So, hier ist noch was dran. Dann vorsichtig aufkleben und schauen, dass der Streifen hier, der Ziehstreifen, nicht anklebt. Das ist jetzt ein bisschen kritische Phase hier. Man das möglichst gerade hinkriegt und möglichst auch so, dass der Streifen hier nicht festklebt. Da, der klebt irgendwo fest. Das ist jetzt wieder nicht gut gelaufen. Ich noch mal vorsichtig abmachen. Wo klebt er? Ist irgendwie schief hingekommen und dann klebt er hier auf dieser Seite. Da klebt er fest. Ja, das ist genau das, was ich euch gewarnt habe. Hier klebt er auf der Seite. Das muss ich jetzt gleich nochmal machen. Ich komme gleich wieder. So, ich habe es nochmal retten können. Ich habe es vorsichtig aufgemacht und konnte das nochmal befreien, hier den Streifen. Jetzt geht es. Jetzt kommt da oben noch ein Bändchen dran. Damit derjenige, der das bekommt, auch weiß, was er damit machen soll. Wenn ihr kein Bändchen dran machen wollt, könnt ihr das auch so lassen, wie es ist. Dann vielleicht ein bisschen mehr oben rausschauen lassen und einen Pfeil drauf malen oder so. So, das ist schon mal die Außenseite, und dann kommt noch ein Spruch drauf. Den klebe ich mit Dimensionals fest. Ach, und die Wolken fehlen ja auch noch. So. Die Wolken, vielleicht mache ich die jetzt auch mit Dimensionals. Hier habe ich es flach aufgeklebt. Das ist Geschmackssache, kann man machen, wie man will. Jetzt mache ich es mal anders. Jetzt mache ich es hier mal mit Dimensionals.
So, jetzt fehlt nur noch die Karte innen. Da habe ich hier schon mal einen kleinen Pinguin aufgestempelt und das mache ich jetzt einfach auch mit Tombow. Mal mache ich es meistens mit Abreißklebeband, aber jetzt mache ich es mal mit Tombow ganz dünn, damit da nichts durchguckt, möglichst dünn. So, und das war's auch schon. Die Karte ist fertig. Mit dem kleinen in die Luft steigenden Pinguin. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann kommt gerne mal wieder vorbei auf meinem Kanal. Wer etwas bestellen möchte, kann das auch bei mir tun. Und ansonsten wünsche ich euch Happy Stamping. Kleiner Nachtrag noch. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, woher der Pinguin ist. Der ist aus dem Set Count on Me. Genau, das wollte ich noch sagen. Aber jetzt wirklich Happy Stamping.